unser Boden. Er bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Ohne Boden ist kein Leben außerhalb der Gewässer denkbar. Der Boden übernimmt dabei wichtige Funktionen. Er ist Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion. Er ist Lebensraum für die Bodenbewohner. Er filtert Schadstoffe und kann dadurch das Grundwasser schützen. Er speichert Regenwasser und Nährstoffe und ist zugleich Rohstofflager. Und er hat eine Erholungsfunktion. Das alles kann der Boden jedoch nur erfüllen, wenn wir ihn schützen. Allzu oft gehen wir sehr sorglos mit dem Boden um. Auch in der Landwirtschaft bekommt er nicht immer die Aufmerksamkeit, die ihm zusteht. Wir sehen oft viel zu spät die Folgen einer unsachgemäßen Bearbeitung. Dieser Film zeigt Möglichkeiten auf, den Boden dort zu halten, wo er sein soll, auf den Äckern und Feldern. Die Verhinderung der Bodenerosion ist deshalb wichtig, da die natürliche Neubildung des Bodens sehr gering ist. Studien haben gezeigt, dass diese jährliche Neubildung etwa 0,06 mm beträgt. Das entspricht etwa 700 Kilogramm pro Hektar und Jahr. Verglichen mit der Erosion von mehreren Tonnen pro Hektar und Jahr bedeutet dies, dass wir mehr Boden verlieren, als jährlich neu gebildet wird. Auf dem Hang hinter mir sieht man eben sehr gut die Erosionsprozesse. Das heißt, der Boden wird vom Hang abgeschwemmt durch den Oberflächenabfluss und am Hangfuß wird dann das Sediment eben angelagert. Zum Teil wird es angelagert, zum Teil kann es aber auch dann auf Nachbarfelder oder später in Vorfluter eingetragen werden. Man sieht aber auch sehr gut die Schutzwirkung von bodenschonender Bewirtschaftung auf diesem Teil hier. Man sieht, dass hier keine Erosionserscheinung, auch keine Sedimentation vorhanden ist. Und dies ist bedingt auch durch die relativ gute Bedeckung des Bodens. Man sieht hier wesentlich mehr Pflanzenreste auf der Bodenoberfläche liegen, die den Boden bedecken und auch gegen die kinetische Energie des Niederschlages schützen. Das heißt, es kann dort mehr Wasser aufgrund eines höheren Gehaltes an organischer Substanz infiltrieren und dadurch wird die Bodenerosion deutlich reduziert. Wie diese unterschiedlichen Bodenbearbeitungen aussehen und wirken, sehen wir uns am Beispiel von Mais an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach an. Wir haben als erste Bodenbearbeitungsvariante die Pflugvariante, wo also im Herbst gepflügt wird und dann im Frühjahr gesät wird. Die nächste Variante ist eine reduzierte Variante mit zweimal Gruppen. Und die Extremvariante ist eine No-Till-Variante ohne jeder Bodenbearbeitung. Seit 1994 wird hier in Langzeitversuchen der Einfluss der unterschiedlichen Bearbeitungsmethoden auf den Bodenertrag wissenschaftlich untersucht. Dazu haben Professor Andreas Klick und sein Team von der Universität für Bodenkultur eine Anlage installiert, mit der die Bodenerosion auf landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen gemessen werden kann. Die Anlage besteht aus sogenannten Erosionsplots. Das sind Flächen, die mit Blechen komplett umgrenzt sind und von denen bei einem erosiven Niederschlag der gesamte Oberflächenabfluss und auch der Bodenabtrag gemessen wird. Das heißt, der Oberflächenabfluss und das Sediment wird dann durch eine Rohrleitung in eine Messhütte geleitet und dort erfolgt dann die quantitative Messung, das heißt die zahlenmäßige Erfassung des Oberflächenabflusses. Wir vergleichen hier eine konventionelle Bodenbewirtschaftung, wo der Boden gepflügt wird im Herbst und im Frühjahr mit einem Saatgerät angebaut wird, eine sehr feine Bodenstruktur erzielt wird und es wird hier verglichen mit sogenannten konservierenden Bodenbearbeitungsverfahren. Das heißt, der Boden wird anstatt 25-30 cm eben nur 5 bis sag ich, 10 cm tief bearbeitet und auch die Anzahl der Überfahrten über den Boden wird vielleicht von 5 bis 7 Überfahrten pro Jahr auf 2 Überfahrten reduziert.
Kommt es nun zu Niederschlagsereignissen, zeigen die Messungen eindeutige Ergebnisse. Wir konnten feststellen, dass gegenüber einer konventionellen Bewirtschaftung die beiden reduzierten Bodenbearbeitungsverfahren den Oberflächenabfluss um etwa 30-60% reduzieren konnten. Das heißt, es infiltriert mehr Wasser in den Boden und steht auch mehr Wasser den Pflanzen zur Verfügung. Und auch der Bodenabtrag wurde reduziert zwischen 50-95%. Um nun die Bodenerosion in Verbindung mit den Niederschlägen zu setzen, werden auch die Wetterdaten automatisch dokumentiert. Wir erfassen die Niederschlagshöhe, wir erfassen die Niederschlagsintensität, dann die Windgeschwindigkeit und Temperatur und auch die Windrichtung. Zusätzlich haben wir hier ein sogenanntes Distrometer. Dabei handelt es sich um ein Messgerät, bei dem während eines Regens die Tropfengrößenverteilung und auch die Verteilung der Fallgeschwindigkeiten der Tropfen erfasst wird. Man kann eben aufgrund der Masse der Tropfen und ihrer Fallgeschwindigkeit die kinetische Energie berechnen und dieser Wert ist eben ein Maß für die Bodenerosion. Die erosionsstärksten Jahre waren 1994 und 2016. 1994 hatten wir bei der Pflugvariante einen Bodenabtrag von 320 Tonnen fast. Im Vergleich dazu die konservierende Variante mit 43 Tonnen und die Direktsaat mit 26 Tonnen. 2016 war das zweitstärkste Erosionsjahr, wo wir bei der konventionellen 208 Tonnen Bodenabtrag hatten. Im Vergleich dazu konservierend 3,994 Tonnen und in der Direktsaat unter 2 Tonnen. Das heißt, eine gewaltige Reduktion dieses Bodenabtrages, einfach durch reduzierte Bodenbearbeitung. Was bedeuten diese auf der einen Seite bodenerhaltenden Bearbeitungsvarianten jedoch auf der anderen Seite für den Ertrag? Auch dazu liefern die Versuche in Mistelbach interessante Erkenntnisse. Vom Kornertrag kann man ganz grob sagen, wenn wir den Pflug zu 100% sehen, das heißt die Variante 1, dann reduziert sich dieser Ertrag um ungefähr 3-5% durch das Grubern und bis zu 10% durch keine Bearbeitung. Heißt aber nicht, damit das deswegen immer weniger Erlös ist. Weil natürlich ein Hektar Pflügen kostet auch um die 70-100 €. Und welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Bodenbearbeitungen auf den Vegetationsverlauf des Maises? Der gepflügte Mais ist momentan am schönsten entwickelt. Er hat genug Wasser gehabt, um aufzugehen, hat jetzt entsprechend mehr Luft im Boden und somit mehr Wärme. Mais ist sehr wärmeliebend und wir wissen auch, damit es bis zu 2 Grad Bodentemperaturunterschied ist von der Pflugvariante zur No-Till ohne Bearbeitung, weil der Boden einfach dichter lagert. Der große Vorteil dieser Variante ist allerdings, damit die auch mehr Bodenwasser hat, vor allem wenn es im Sommer trocken wird. Wenn die Sommertrockenheit kommt, kann der Mais ohne Bearbeitung entsprechend länger am Bodenwasser zehren. Und somit den Vegetationsrückstand wieder ausgleichen. In Mistelbach zeigt sich am Beispiel von begrünten Abflussrinnen eine weitere Möglichkeit, das Abschwemmen von wertvollem Humus zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Wir stehen hier in einem typischen Erosionseinzugsgebiet und wir haben im Ausland gesehen, dass man Abflussrinnen begrünen kann und so die Fließgeschwindigkeit des Wassers deutlich reduzieren können, sodass das Wasser am Feld bleibt und nicht am schnellsten Weg abtransportiert wird und jede Menge Sediment mitnimmt. Und es ist wichtig, dass das Teuerste, was die Bauern besitzen, nämlich Grund und Boden, dort bleibt, wo es die Natur geschaffen hat. Im Mostviertel liegt die Landwirtschaftliche Fachschule Gieshübel bei Amstetten. Auch hier werden unterschiedliche Bodenbearbeitungssysteme getestet, erstmals auch bei Raps. Bei Variante 1 wird im Herbst gepflügt und vor dem Anbau eine Saatbettvorbereitung durchgeführt.
Bei Variante 2, reduzierte Bodenbearbeitung, wird der Pflug durch einen Grubber ersetzt und dann eine Mulchsaat durchgeführt. Bei Variante 3 wird auf die Tiefenlockerung durch den Grubber verzichtet und es erfolgt nur eine seichte Bearbeitung. Als Arbeitswerkzeuge kommen Scheibenegge bzw. Leichtgrubber mit geringer Arbeitstiefe zum Einsatz. Bei Variante 4, No-Till, wird gänzlich auf eine Bodenbearbeitung verzichtet. Die Schlitzsaat erfolgt direkt in die Stoppeln der Vorfrucht. Die Herausforderung der reduzierten Bodenbearbeitung bzw. des No-Till-Verfahrens im Feuchtgebiet ist die durchaus träge Bodendynamik und damit verbundene langsame Erwärmung bzw. die relativ kompakte Beschaffenheit des Bodens. Nach einigen Jahren, mittlerweile über 10 Jahren dieser Versuchsserie, haben wir uns erstmals getraut, Raps im Direktverfahren anzubauen. Die optischen Ergebnisse sind durchaus vielversprechend und es gibt kaum oder keine Unterschiede zwischen der Flugvariante, der reduzierten Variante und der No-Till-Variante. Schaut man jedoch genauer auf den Boden, dann zeigt sich schon der Unterschied. Das ist Regenwurmhaferl. Das heißt, das hat der Regenwurm durchgearbeitet, da ebenfalls. Je weniger der Boden bearbeitet wird, umso aktiver kann sich das Bodenleben entwickeln. Und damit habe ich dann auch bei der No-Till dauernde Bodenruhe sozusagen und damit habe ich eine höhere Population an Regenwürmern im Boden. Am Versuchsbetrieb der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyra bei St. Pölten wird der Einfluss von Bodenbearbeitung auf Fusariumbefall bei Winterweizen untersucht. Ich befinde mich jetzt zwischen der Variante 1, das ist die konventionelle Bearbeitungsvariante, und der Variante 6, einer der drei No-Till-Varianten mit ganz stark reduzierter Bodenbearbeitung und Direktsaat. Und Sie sehen, es ist kaum ein Unterschied merkbar. Auch die langjährigen Ergebnisse zeigen, dass hier mittlerweile beide Methoden ertraglich sich auf gleichem Niveau befinden. Bei allen Vorteilen, die eine No-Till-Bearbeitung bietet, betriebswirtschaftlich, erosionsschutzmäßig, darf man aber nicht aus dem Auge lassen, dass es ein etwas erhöhter Krankheitsdruck dadurch entsteht. Besonders wenn Vorfrucht wie bei uns Mais häufig ist, dann muss man damit rechnen, so wie in diesem Fall, dass vereinzelte Pflanzen von Fusarien befallen werden. Die Ehrenfusariose des Weizen bewirkt nicht nur Ertragsminderungen, sondern auch qualitativ große Einbußen. Mykotoxingehalt steigt und das ist auch beim Mais ein großes Problem bei der Verfütterung, bei der Verwertung des Getreides, beim Weizen ähnlich problematisch. Was ist zu tun? Zur Vorbeugung einfach bei der Sortenwahl genau überlegen, ob man nicht doch eine etwas widerstandsfähigere Sorte wählt oder eben dann zeitgerecht bei der Weizenblüte mit einer Ehrenbehandlung vorbeugen, damit dieser Befall nicht überhand nimmt und zu großes Ausmaß ausmacht. Wir sind hier auf einem Versuchsfeld der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn. Es geht hier um die Thematik Bodenschutz und Zwischenfruchtanbau. Im Konkreten ist es ein Schülerprojekt, wo die Schüler erfahren sollen, welche Möglichkeiten des Bodenschutzes gibt und auch welche Strategien möglich sind, um auf Glyphosateinsatz zu verzichten. Und wir haben hier verschiedene mechanische Varianten ausprobiert. Ja, zu diesem Zweck haben wir das Versuchsfeld in zwei Teile eingeteilt, wobei wir den Anbauzeitpunkt der Zwischenfrucht variiert haben. Wir haben einmal unmittelbar nach der Ernte der Vorfrucht die Zwischenfrucht angebaut und in der zweiten Terminstufe haben wir circa 2 bis 3 Wochen später den Zwischenfruchtanbau vorgenommen und haben vorher noch mechanische Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Stoppelsturz und Säuberungsarbeiten durchgeführt. Bei den Varianten selbst haben wir dann den Zwischenfruchtaufwuchs unterschiedlich bearbeitet. Und da haben wir unterschieden
zwischen Herbstbearbeitungsvarianten und Varianten, die wir im Frühjahr eingesetzt haben. Konkret wurde dabei eine Begrünungswalze verwendet, mit der wir den Zwischenfruchtmulch einfach nur im Herbst umgeknickt haben. Wir haben einen Mulcher eingesetzt, wo der Zwischenfruchtaufwuchs sehr fein zerkleinert wurde. Und dann haben wir auch eine Variante im Herbst eingesetzt, wo wir mit einer Bodenbearbeitungsmaßnahme, im Konkreten mit einer Scheibenecke, den Aufwuchs seicht eingemulcht haben. Bei den Frühjahrsvarianten haben wir unterschiedliche Intensitäten der Bodenbearbeitung gewählt. Es kamen wieder Scheibengeräte zum Einsatz, die wir aber in unterschiedlichen Tiefen geführt haben. Eine Variante wurde zum Beispiel nur auf 3 cm bearbeitet, eine tiefere Variante wurde auf etwa 7 bis 8 cm bearbeitet. Zusätzlich haben wir auch noch ein interessantes alternatives Gerät getestet, und zwar haben wir versucht, den Zwischenfruchtaufwuchs im Herbst mit einem sogenannten Elektroherbgerät abzutöten. Das primäre Ziel dieses Versuches ist es, maximalen Bodenschutz zu erreichen, aber dennoch die Felder so zu haben, dass sie in einem entsprechend sauberen Zustand sind, sodass die Konkurrenz durch Zwischenfruchtrückstände bzw. Unkräuter möglichst gering ist, damit sich die Feldbestände optimal entwickeln können. Diesen Spagat gilt es in der Praxis umzusetzen, und hier haben wir mit den verschiedensten Varianten, die wirklich nur minimalst in den Boden eingreifen, versucht, möglichst gute Konzepte für die Praxis zu entwickeln. In der Variante 11 sieht man hier eine Variante, wo im Herbst eine seichte Bodenbearbeitung durchgeführt wurde. Das war sozusagen die letzte mechanische Bodenbearbeitung, die vor dem Maisanbau durchgeführt wurde. Und man sieht, dass natürlich hier eine gewisse Verunkrautung auch gegeben ist. Das heißt, genau dieses Problem, das ich zuvor schon angesprochen habe, den Spagat zu schaffen aus Bodenschutz und Sauberkeit oder Feldhygiene, gelingt in der Praxis nicht immer so. Diese Parzelle zeigt sehr schön, welche Funktion Bodenbearbeitung im Hinblick auf Feldhygiene übernehmen kann. Die Variante 10 zeigt eine Variante, in der die Zwischenfrucht spät angebaut wurde, das heißt wieder mit vorgehenden Stoppelsturz- und Säuberungsbearbeitung im Herbst vor dem Anbau. Und in dieser Variante wurde vor dem Anbau des Maises im Frühjahr der Boden mit einer Kurzscheibenecke auf 7 bis 8 cm bearbeitet. Man sieht durch diese intensivere Bearbeitung, dass das Mulchmaterial verdünnt ist. Wir haben nicht mehr so eine starke Mulchauflage. Und wenn man genau schaut, kann man auch bereits die Spuren der ersten stärkeren Niederschläge erkennen. Es wurde bereits etwas Bodenmaterial nach unten verfrachtet, und man kann das in Form dieser feinen Rillen bzw. Dächer feststellen. Ein wesentlicher Einflussfaktor im Hinblick auf das Management von Zwischenfrüchten ist sicherlich der Anbautermin. Ein früher Anbautermin bedeutet zwar maximalen Mulchaufwuchs, das heißt entsprechend viel Biomasse für Bodenschutz, aber andererseits sind Feldhygienemaßnahmen vor dem Anbau der Zwischenfrucht sicherlich gut geeignet, um das Feld vorab einmal zu säubern. In der Variante 9 wurde die Zwischenfrucht später angebaut, das heißt hier erfolgte vor dem Anbau eine Stoppelbearbeitungsmaßnahme mit einer nachfolgenden Säuberungsmaßnahme. Man sieht hier, dass der Unkrautdruck deutlich geringer ist. Man sieht, dass die Parzelle sauberer über den Winter ging, und die seichte Bearbeitung im Frühjahr reichte einfach aus, um diese Parzelle mechanisch sauber zu halten. Ja, in der Variante 2 sehen wir eine Parzelle, wo die Zwischenfrucht sehr früh angebaut wurde, das heißt unmittelbar nach der Ernte, ohne einer Bodenbearbeitung vorher. Und in dieser Parzelle wurde auf jegliche Bodenbearbeitung nach dem Zwischenfruchtanbau verzichtet, und der Mais wurde im Frühjahr direkt in den abgefrosteten Mulch der Zwischenfrucht hineingebaut. Man sieht hier, dass das Mulchmaterial sehr stark noch vorhanden ist und wir einen sehr guten Bodenschutz durch die Abdeckung des Zwischenfruchtmulches haben.
Wenn es darum geht, maximalen Bodenschutz zu erreichen, dann muss man ganz klar sagen, je weniger intensiv man in den Boden eingreift, umso mehr Boden- und Erosionsschutz kann man realisieren. Das heißt, das wäre eigentlich unser Ansporn, möglichst viel Mulchmaterial an der Bodenoberfläche zu belassen. Das österreichische Umweltprogramm schafft für die Landwirtschaft Anreize, umweltschonende Produktionsmethoden umzusetzen. Die Maßnahme des Zwischenfruchtanbaus ist dabei ein wichtiger Baustein für den Bodenschutz. Mit dem Beginn des ÖPUL 1995 hat mein Vater schon begonnen, da intensiv Begrünungen anzubauen. Erste Versuche mit Direktsaat sind da mit unseren Maschinen damals gescheitert. Da ist man umgestiegen in die Mulchsaat, was ja auch schon eine sehr gute Variante ist, um Boden und Wasser zurückzuhalten. Und in den letzten 8-9 Jahren haben wir nachher die Maschinen auch dementsprechend gehabt, dass wir unsere Hauptkulturen da in die abgefrostete Begrünung reinbauen können. Und seitdem sind wir wirklich schon auf dem Weg, wo Zuckerrübe, Mais, auch der Raps in Direktsaat da angebaut wird, ohne eine Bodenbearbeitung. Und auch, wo es geht, die Begrünungen direkt gleich in die Getreidestoppeln nach der Ernte reinbaut werden. Und das heißt, Bodenbearbeitung reduziert die Tiefe, in der Tiefe und auch in der Häufigkeit. Mit der Art und Intensität der Bodenbearbeitung haben Landwirte die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu schaffen. Konservierende Bodenbearbeitung mit geringer Eingriffsintensität und schützenden Mulchschichten an der Bodenoberfläche können Bodenerosion reduzieren, den Bodenwasserhaushalt schonen, Humus aufbauen und langfristig die Bodenfruchtbarkeit sichern bzw. erhöhen. Und unser Ziel ist es, eine klimaangepasste Landwirtschaft in die Breite zu bringen und da von Landwirt zu Landwirt das Wissen weiterzugeben, um auch in Zukunft bei verändertem Klima weiterhin unsere Lebensmittel in Österreich produzieren zu können.